Das war nicht gelogen. Ich hatte mich tatsächlich mit Miss Mountjoy unterhalten. Solange ich nicht behauptete, sie hätte mir erzählt, Mrs. Pettibone sei eine Humplerin, beging ich keine Sünde. Höchstens die Sünde der Unterlassung. Meine Schwester Phoebe konnte stundenlange Vorträge über den Unterschied zwischen Vorsatz und Unterlassung halten, bis einem ganz schwindelig wurde.